Körbe ernst, genau. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Jetzt wird aufgezeichnet. Jetzt, genau. Schreibe ich mal alles, was wir vorher gesehen haben. Und ich mache mal meinen virtuellen Hintergrund wieder rein. Halt. Den Sehner wollte ich haben. Das da. Stimmt's wieder? Yes. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Frank Bosch kommt nachher auch noch. Wir haben am Wochenende haben wir ein ganz tolles Event gehabt in Radolfzell. Mit so rund 130 Leuten. Erich war dabei. Philipp war dabei. Vielleicht könnt ihr nachher mal was dazu sagen. War mal wieder richtig schön mit so vielen Leuten auch. Wir hatten eine gute Location, das Milchwerk in Radolfzell. Ist so wie so ein Kinosaal. Passen 200 Leute rein und da haben wir noch einen großen Saal, da passen insgesamt mit Stühle, also wenn es nur Stühle sind, 1500 Leute rein. Ja, wenn wir den mal voll machen, dann ist es gut. Aber ich habe schon plädiert, dass wir dann zukünftig, wenn wir sowas machen, wir haben jetzt noch einen Termin am 4. Februar dort gebucht. Aber ich habe schon plädiert dafür, dass wenn wir zukünftig sowas machen, das ist ja das Gesamtteam, auch das Team von Sven Göbel und von der Birgit. Der Rest, das Restteam noch von der Birgit. Die Leute kommen ja dann von überall her. Und Radolfzell ist ein bisschen blöd zu erreichen. Ja, also, ja, ich habe plädiert für Frankfurt oder München, dass wir das dann irgendwie Frankfurt oder München im Wechsel machen. Da kann man einfach auch schneller hinkommen. Man könnte fliegen, man kann aber auch mit dem Zug direkt nach Frankfurt oder München kommen. Also, ja, das. Meiner Meinung nach ein bisschen ungeschickt. Die wollten sie erst in Basel machen. Dann habe ich gegen Basel habe ich, war ich ja komplett, weil Basel ist ja für die von München oder Österreich oder so noch viel, viel weiter weg. Ja. Also da müssen wir dran arbeiten an der Location. Und wir wollen auch so ein paar so kleine Meetings machen, wie ich jetzt wieder zum Beispiel am Wochenende in München. Am Wochenende bin ich ja wieder in München. Yes. Freitag machen wir persönliche Termine. Schon mittags mit der Barbara habe ich ein paar persönliche Termine, persönliche Gespräche, also Gespräche mit Interessenten. Natürlich geschäftlich, alles geschäftlich. Nicht die Barbara und ich, die Barbara und ich auch. Aber wir haben natürlich auch, dann gehen wir noch schön Abendessen und so. Und es macht ja immer Spaß. Und Samstag haben wir eine Veranstaltung und Sonntag haben wir eine Veranstaltung, wo es jedes Mal mit Partnern und Gästen ist. Und da ist natürlich auch die Kampagne wunderbar, komme ich gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall war es ein cooles Event. Und wir hatten natürlich Top-Sprecher, das muss man natürlich schon sagen. Wir hatten also die Birgit als Moderatorin, die Birgit mit sehr vielen Network-Marketing-Erfahrungen, viele, viele Millionen im Network verdient. Dann war als nächster dran, der erste war, glaube ich, der Frank Bosch, genau, der Frank Bosch hat einen genialer Vortrag macht über das Unternehmen und die Marktsituation und wie das Unternehmen eigentlich am Markt aufgestellt ist, können wir vielleicht mal auch hier ins Team-Meeting einbinden. Muss man mit Frank reden, dass er den Vortrag auch hier mal macht, weil das ist so richtig Augen öffnen und wenn man das gehört hat, sagt man ja, gewaltig, ja. Und es ist ja auch so, wenn man die Firma nicht so kennt, nicht so gut kennt und nicht jetzt in Oslo oder Stockholm war, wie wir schon und Kontakt mit dem Orion hat. Wir hatten heute Mittag wieder einen Director Call. Dann hatten wir ja öfters mit der Firma, mit ihm zu tun, mit der Hilde, mit dem Doug Patterson und so weiter, mit den ganzen Leuten. Dann kennt man das schon ein bisschen besser. Aber er hat es super gemacht. Dann war der Frank, dann war, glaube ich, wer war denn dann? Wisst ihr es noch, Philipp Erich? Dann war, glaube ich, der. Ah, dann, genau, dann war Produktpanel mit dem Gerhard Rehäuser. Gerhard hat dann Produktpanel gemacht, also Produkte nochmal so ein bisschen überflogen und dann Produktpanel mit Testimonials, Erfahrungsberichte. Dann war Hans und Heidi, die Audrey Göbel hat Hans und Heidi vorgestellt und auch ein Produktpanel, was auch sehr, sehr interessant war, muss man sagen. Das ist auch vielleicht für euch ganz interessant. Der Thomas Drohmann, der hatte extreme Schuppenflechte in den Händen und an den Füßen, sogar so stark, dass er nicht mehr mal Tennis spielen konnte. Er war mal Tennislehrer. Er konnte nicht mehr mal Tennis spielen, weil ihm alles aufgeplatzt ist und so weiter. Und er hat dann jeden Monat Spritzen bekommen. Da kostet eine Spritze 8.000 Euro.
Und es hat aber nur so viel gebracht, dass es, er hat uns ein Bild gezeigt. Ich habe da einen Screenshot gemacht, das muss ich euch schicken in den Chat. Also es hat immer noch schrecklich ausgesehen, ja. Und seit er dann das Balance-Öl nimmt, er hat jetzt wirklich normale Hände, gell? Also das ist schon heftig. Er hat wirklich normale Hände, man sieht ihm nichts mehr an. Ja, ich habe das nicht gewusst, dass er sowas hatte. Auch die Füße sind wieder völlig normal, gell, Philipp Erich? Ihr habt es gesehen, gell? Also echt extrem, wie das war. Also auch Leute mit Schuppenflechte. Ich weiß aber, dass manche Leute mit Schuppenflechte erstmal eine Erstverschlimmerung bekommen. Ja, das kann sein, da müssen die halt mal durch ein paar Tage. Ja, aber das wird dann besser. Ja, also das ist auch wichtig. Bei Schuppenflechten, da kann es auch mal eine Erstverschlimmerung geben. Da würde ich einfach also das Health-Protokoll auf jeden Fall nehmen und das Zinogene. Aber ich würde es halt langsam einschleichen. Ich würde nicht richtig voll gleich mit anfangen, sondern wirklich langsam, schluckweise über den Tag verteilt und auch mit dem Zinobiotik langsam anfangen und mit dem Extend auch langsam anfangen. Ja, das war das Produktpanel. Dann hatten wir Hans und Heidi Produktpanel, war auch sehr, sehr interessant. Da war die Isabel Scheurer, eine junge Dame, die ist jetzt 28 und die hatte wirklich solche Hautirritationen, sie hat noch Bilder gezeigt, dass ihr sogar teilweise die Haut im Gesicht aufgeplatzt ist, also wirklich genässt hat. Und die nimmt ja jetzt das Hans und Heidi und hat wirklich nichts mehr, gell? Nichts mehr. Also wirklich, wirklich ein geniales Produkt. High Quality und High Class Produkt zu einem wirklich bezahlbaren Preis. Schaut mal, ich war vor kurzem war ich am Flughafen und habe von Shiseido dieses, das sind 25 oder 50 Milliliter Serum in einem Döschen, 600 Euro, ja, 600 Euro. Ja, da haben wir, das ist Wahnsinn. Wir haben da ein richtig, richtig High-Class-Produkt. Aber auch da wird es Leute geben, die es vielleicht nicht vertragen. Es gibt ja immer irgendwelche Leute, die haben immer irgendwelche Unverträglichkeiten gegen irgendwas, ja. Aber wenn jemand Unverträglichkeiten hat, ist es ja auch wieder ein Zeichen, dass irgendwas im Argen liegt, ja. Da muss man dann auch den Darm sanieren und das Balance-Öl geben und, ja. Aber war auch richtig, richtig cool. Ja, das war dann das Produktpanel, da hatten wir Pause. Dann war der Steffen Walker, hat dann den Marketingplan erklärt, sehr, sehr gut erklärt. Richtig als gestandener Unternehmer mal erklärt, was eigentlich möglich ist, was möglich sein kann. Ja, dann war der Michael Bausch, glaube ich, dran. Der Michael Bausch hat drüber gesprochen, über wie man Leute anspricht, wie man seine Namensliste richtig aufbaut und so weiter. Dann war, ich weiß gar nicht, dann bin ich, ich war dann auch noch irgendwann, habe ich noch einen Part gemacht. Dann hat der Christian Ahl noch einen kurzen Part gemacht und der Sven Göbel noch einen Part. War in alles in allem ein sehr, sehr gelungener Tag und wirklich, muss ich sagen, Top-Sprecher. Also da gibt's nichts zu rütteln. Hoppla, jetzt habe ich da irgendwas. Moment, seht ihr mich noch? Hoppla, ja, ihr seht mich noch. Also war wirklich ein gelungener Tag. Anschließend sind wir noch essen gegangen und immer das Meeting nach dem Meeting ist immer noch besser, weil da kann man nochmal reden, das macht dann nochmal Spaß. Kann man alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Morgen haben wir ein Recap, das heißt morgen früh haben wir Besprechung, die Sprecher, die dort waren, weil es sind natürlich auch ein paar Dinge vorgekommen, dass jemand sein Part 25 Minuten überzogen hat. Ja, das geht gar nicht, das ist natürlich extrem 25 Minuten überziehe, wenn man einen genauen Zeitplan hat. Ja. Also wenn ihr mal jemand 2-3 Minuten überzieht, okay, aber 25 Minuten, das geht gar nicht. Ja. Und dann nicht mehr merke, dass man überzogen hat. Aber ja, das haben wir schon geregelt und es kommt halt mal vor, wenn die Frau im Redeschwall sind, hören die einfach nicht mehr auf. Ja. Entschuldigung. Ja, Erich, Philipp, möchtet ihr vielleicht noch was dazu sagen? Ja, hallo zusammen. Nein, es war ein super guter Samstag, ein super guter Event. Einfach mit sehr viel Energie und wie du sagst, die Sprecher, das war eigentlich eine Gewaltebadung und Network, wo dort auf der Bühne stand. Und ich denke, also wenn man mit Gästen dort ist, ja, dann hat man eigentlich gewonnen. Also
die werden mit Garantie am Abend nach Hause gehen und sich einschreiben und registrieren. Und wenn man auch gehört hat, was Sven gesagt hat oder der Michael, der Sales Manager, noch gesprochen hat, ja, genau. Es ist ja unglaublich, was da auf uns zukommt. Das ist, ja, ich bin sehr gespannt und also ich glaube, man kann gar nichts verlieren. Also das Dümmste wäre jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und aufzuhören oder einfach, ja, weil da kommt wirklich wahnsinnig viele Sachen auf uns zu in nächster Zeit, so wie Michael gesagt hat. Ich bin auch selber sehr gespannt. Aber nein, es war wirklich ein gelungenes Event und hat viel Freude gemacht und man ist wieder mit viel Motivation nach Hause gegangen. Ja, genau, der Stefan Mühler hat auch noch kurz gesprochen, der neue Sales Director Dach. Genau, Philipp, wie war es für dich? Ja, hallo zusammen. Hi. Ja, wie Erich schon sagt, viel gibt es nicht mehr zu sagen. Es ist einfach immer cool, mal die Leute zu treffen wieder mal. Und dann, ja, man ist dann einfach auf dem aktuellsten Stand. Ich finde es auch, wie Erich sagt, also ich glaube, das nächste Mal muss ich auch mit Gästen kommen. Das lohnt sich definitiv. Ohne Gäste ist es immer halt wieder eine Wiederholung, aber es tut gut, weil die Firma, ja, es gibt immer etwas, was man noch nicht weiß. Und mich hat auch fasziniert, was die Pläne sind. Also wir sind ganz, ganz am Anfang. Und ich denke, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Und ja, wie Erich sagt, wenn man nichts macht, das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Also hier kann man eigentlich nur gewinnen. Also ja. Jetzt geht es mit Partnern los, hoffe ich, endlich dann mal. Und dann schauen wir, wo es hingeht. Genau, genau. Perfekt. Ja, absolut. Wir sind gerade am Anfang. Absolut. Völlig am Anfang. Ich habe auch einen Bericht bzw. ein Foto gesehen. Ich habe sehen dürfen, wie der Christian Ahl und der Sven Göbel, die waren also im Labor bei Vitas und die haben eine Führung bekommen vom CEO durch das Labor. Die haben auch ein kleines Video gemacht, was sie eigentlich gar nicht hätten machen dürfen. Vielleicht habt ihr es gesehen im Facebook. Vom Roboter, der die Tests stanzt und so weiter, ja, geht ja alles über einen Roboter. Und ihr müsst denken, das wird zwar alles robotermäßig gemacht, aber bis ein Test ausgewertet ist, hat der 3 Tage, ja, das geht 3 Tage, bis der komplett ausgewertet ist. Also es geht schon lang, da werden natürlich viele Tests gemacht, aber es geht schon lang, bis ein Test völlig fertig ist und komplett analysiert ist. Dann, was auch ganz wichtig war, ist, er hat, der Christian hat mir das schon gezeigt, er hat eine Flipchart, also eine Folie an die Wand geschmissen, wo er die Langzeitblutzuckerwerte Tests von einem Tag drauf hatte. Die waren alles Punkte. Jeder, da war eine Skala drauf, also eine Skala, eine Zeitskala und eine Blutzuckerskala, wie hoch der Blutzucker ist. Da waren alles Punkte drauf und viele Punkte waren unter, aber viele Punkte waren auch oben. Und er hat gesagt, an diesem einen Tag, nur an diesem einen Tag, haben wir 110 Personen getestet, rausgefunden, Tests von 110 Personen gemacht, die vorher nicht wussten, dass sie Diabetes haben. Ja, und genau das ist beim Diabetes manchmal schlimm. Man merkt es oft, wenn es viel zu spät ist. Ja. Man merkt es gar nicht gleich. Man ist vielleicht müde und immer so leistungsfähig und denkt nie, dass man vielleicht schon Diabetiker ist. Und er sagt, jeden Tag haben sie 100 Tests, mindestens 100 Tests von Leuten, die schon Diabetes haben. Ja. Diabetes Typ 2 haben, die Gefahr laufen komplett. Was heißt Typ 1 zu haben, ja, wo die Bauchspeicheldrüse gar nicht mehr funktioniert. Auch da habt so einen Blutzuckertest zu Hause, habt immer die Blutzuckertests mit zu Hause und lasst die Leute, testet die Leute, ja, weil die wissen es nicht. Vor allem, wenn jemand vielleicht ein bisschen übergewichtig ist und man weiß ungefähr, wie er sich ernährt. Macht unbedingt den Test, weil das kann Leben retten, ja. Das kann wirklich Leben retten. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wir sind im richtigen Boot. Und dann machen wir jetzt im Prinzip, machen wir ja ungefähr 3 Biomarker. Also wir machen Fettsäure. Übrigens hat Vitas, beziehungsweise die Daten gehören ja eigentlich nicht Vitas, die Daten gehören ja dann letztendlich auch Zinzino, weil es von Zinzino Tests sind. Zinzino und Vitas gemeinsam hat die größte Fettsäure-Datenbank weltweit.
so viele Tests hat auf dieser Basis niemand anders gemacht. Also wirklich Marktführer, Weltmarktführer da drin. Und wir machen ja jetzt dann den Fettsäure, dann Blutzucker und Vitamin D. Aber das Labor ist in der Lage, 130, 140, 150 Biomarker auszuwählen. Also da wird noch auszuwerten. Da wird also noch sehr viel kommen. Wir stehen ganz am Anfang. Ja, wir sind jetzt schon Marktführer in testbasierter Ernährung und wir werden Marktführer bleiben, absolut. Ja. Überhaupt keine Frage. Weil es kommt immer Neues dazu, neue Tests, neue Produkte. Da ist so viel im Hintergrund in Entwicklung. Ist schon richtig, richtig gigantisch. Ja, genau das, bevor ich dann an Frank Bosch das Wort übergebe, möchte ich noch was zu der Kampagne sagen, heute zum Black Friday. Das ist natürlich ein Brett, ja. Ich meine, wenn du als Kunde ein Produkt bestellst und bekommst dann quasi das Doppelte. Habt ihr das alle verstanden, wie das funktioniert? Wer hat es noch nicht ganz verstanden? Okay, die strecken nicht alle. Das heißt, ich habe es noch nicht verstanden, diejenigen, die nicht strecken. Also, es ist ganz einfach. Erstens mal kann man es ja auf dem Kampagnensheet nachlesen. Ja, da steht es ja drauf. Ich habe es ja auch in den Chat gepostet. Aber es ist ganz einfach. Wenn ihr euren, erstens mal seht ihr, was, welche Produkte in der Kampagne drin sind, ist klar. Das sind alle Öle. Alles, was mit Öl zu tun hat. Auch das Olivenöl selber. Dann das Zinobiotic, das Xtend und das Xtend, genau. Diese Produkte sind es, ja. Die anderen Produkte zählen nicht dazu, also Hans und Heidi zählen nicht dazu. Und die findet ihr auch, wenn ihr ins Backoffice geht, an neue Kunden registrieren, das Land auswählt und dann auf Premier Kids geht. Und dann ist geht die Seite auf mit Premier Kids, alle anzeigen und dann kommt rechts Black Friday, View All, also alle ansehen. Und da sind die alle drauf. Was aber wichtig ist, was man verstehen muss, ist, wenn man dann ein Premier-Kit bestellt, ich sage jetzt einfach mal das Balance-Öl, ja, das Balance-Öl mit Test, dann ist es ganz normal, das Balance-Öl mit den zwei Tests, das heißt, man bekommt zwei Balance-Öl groß, zwei Balance-Öl klein und das Abo wird dann angeschlossen. Aber Achtung, jetzt wird die Erstbestellung, also die zwei Balance-Öl, die großen und die zwei kleinen Balance-Öl und der Test wird verdoppelt, das heißt, die Erstlieferung hat dann vier große Balance-Öle und vier kleine Balance-Öle und zwei Tests mit drin. Und der zweite Test kommt aber trotzdem noch, beziehungsweise hat man drei Tests, der dritte Test kommt dann trotzdem nach vier Monaten automatisch zugeschickt. Also alles, was in der Erstbestellung drin ist, wird einfach verdoppelt. Okay, verstanden? Es gibt ja immer die Erstlieferung und dann kommt das Abo. Und alles, was in der Erstlieferung ist, wird verdoppelt. Wenn jetzt jemand auf sofort kaufen klickt, dann bekomme ich ja immer ein Produkt kostenlos dazu. Ja, das wisst ihr ja, oder? Und wenn man dann das klickt und macht das, dann bekommen wir eben zwei Produkte kostenlos dazu. Dann bekommen wir nochmal eins dazu drauf. Ja. Also das ist beim Sofortzahlen. Aber ansonsten einfach wie gehabt, nur die Erstbestellung wird verdoppelt und die Produkte sind alle Öle. Auch Aqua X, auch veganes Öl, auch Essentic Kapseln, dann das Zinobiotic, die verschiedenen Zinobiotic Kits und die Xtend Plus und die Xtend Kits. Das sind die, die es dann gibt. Und da wird die Erstbestellung verdoppelt. Also relativ einfach. Aber natürlich ein Grund, alle seine Kunden anzurufen. Alle Kunden anzurufen und sagen: Hey, pass auf, lieber Philipp, wir haben gerade eine Aktion bis kommenden Montag. Ja, oder bis kommenden Sonntag, wenn du heute ein neues Premier-Kit bestellst, bekommst du die Erstbestellung verdoppelt. Du wolltest noch für deinen Mann, für dein Kind, für deine Frau, für deine Oma, für den Opa, für die Welle, für den Hund, wolltest du doch noch ein Kit bestellen. Das wäre jetzt die Gelegenheit, das zu bestellen. Ja, weil dann bekommst du doppelte Produkte in der Erstbestellung. Oder Zinobiotic als Vorrat. Hey, komm, schau, da kriegst du Zinobiotic. Bestellst du das Dreierset Zinobiotic, kriegst du eben nochmal drei dazu. Ja? Das ist nicht schlecht. Man kriegt sofort sechs und dann kommt das Abo hinterher. Also da kann man jetzt wirklich bis diese Woche noch wirklich jeden seiner Kunden anrufen und sagen: Hey, liebe Alexandra, hast du mitbekommen, hast du das E-Mail gelesen?
wenn du jetzt ein neues Premiere-Kit bestellst für deinen Mann, für den Papa, für die Oma, was weiß ich, dann bekommst du doppelte Produkte. Du bekommst für den gleichen Preis das Doppelte. Ja, und wenn die Leute überzeugt sind und wenn die Leute die Produkte gern nehmen, dann sagen die natürlich, oh ja, dann bestelle ich das nur für meinen Mann, dann bestelle ich das für mein Kind, was weiß ich. Ja. Ich habe heute wieder ein geniales Video gesehen, das schicke ich euch dann noch, ich lade es noch runter, wo eine Ärztin über Omega-3 spricht, wie wichtig das für die Kinder und für unser Gehirn ist. Wahnsinn, ja. Also, wer das verstanden hat, der kann da eigentlich gar nichts anderes wie alle. Deine Kunden, die vertrauen dir sowieso. Also kannst du die auch anrufen und sagen, hey, pass auf, schau mal, wir haben ein Angebot, nur diese Woche, Black Week, bam, 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 ja. Und dann machen wir garantiert nochmal einen richtig genialen Umsatz. Und so können wir den Monat optimal abschließen. Und die, die sich im Oktober oder November registriert haben, die haben ja immer noch die Chance auf 200 ECB, wenn sie bis Ende Monat ihre 12 Action Points haben oder sie haben ein ECB-Kit noch bestellt. Ja, kann man ja auch machen. Also da kann man noch sehr viel machen. Und der Frank Bosch arbeitet ja gerade sehr, sehr intensiv mit den ganzen Paketen. Frank, irgendwie ist dein Hintergrund komisch, dich sieht man nur zur Hälfte. Ja, das ist irgendwie so komisch, weiß auch nicht. Der Frank Bosch arbeitet gerade sehr viel mit, jetzt ist besser, ja. Der Frank arbeitet sehr viel mit Ultimate Kids und für die Ultimate Kids, die Leute, die den Ultimate Kit kaufen, die bekommen in den nächsten 6 Monaten jeden Monat einen Test geschenkt. Ich meine, das ist ein Wert von 300, 350, 400 Euro fast, was man da einfach mal geschenkt bekommt. Ja. Die Kunden bekommen auch einen Test geschenkt. Ja. Ein HB1AC oder wie heißt es? So ähnlich. Genau der. Den Langzeitblutzuckertest. Aber Frank, vielleicht möchtest du mal noch deine Erfahrungen, die du jetzt die letzte Zeit gemacht hast mit dem Geschäftsaufbau. Also Frank ist heute schon wieder Diamond. Der Diamond ist drin wieder beim Frank heute schon. Ja, ist also genial. HBA1C, genau. Lesen kann ich. Frank, vielleicht willst du da mal was dazu sagen, wie du gerade arbeitest. Und das ist auch vielleicht für die Leute interessant, die fast nur mit dem Produkt arbeiten, aber noch nicht so wirklich ins Duplizieren gekommen sind. Ja, sehr gerne. Kann man mich hören? Ja, ja. Ja. Ein Hallo in die Runde. Ich habe diesen Monat jetzt so richtig gestartet, sagen wir es mal so. Warum? Weil ich sage jetzt mal, ich habe die letzten Monate und Wochen immer mit vielen Leuten auch über Produkt und über das Geschäft und so weiter gesprochen. Aber ich habe mir jetzt einfach, nachdem die solche sensationellen Sonderaktionen gemacht haben. Wir sind jetzt mal 6 Monate dabei oder noch länger, oder nee, noch länger ist keiner dabei, aber vielleicht auch ein paar Tage kürzer. Glaubt es uns, das Unternehmen hat noch keinen Monat solche Sonderaktionen rausgegeben, wie er sie diesen Monat macht. Und die Krönung ist ja jetzt noch das, was gerade diese Woche jetzt noch mit dem Black-Thema kommt für die Kunden, aber auch für die Partner. Und für die Partner, ich finde das, also ich muss jetzt eins sagen, und so erkläre ich das jetzt wirklich jeden Tag, jedem, mit dem ich da rede, sage ich, du, es sind jetzt nur 10 Tage, wenn du dir das überlegst, dann starte jetzt, ja, diesen Monat, weil wir haben so viele Sonderaktionen mit den 6 Tags, das sind 400 Euro, die du gerade extra on top kriegst. Und damit musst du mal überlegen, sind es eigentlich nicht nur 400 Euro, sondern es sind 6 Tests für dich als Partner selber. Jetzt im Dezember kriegst du den Vitamin-D-Test, dann kriegst du im Januar den Blutzuckertest, dann kriegst du im Februar den Balance-Test, ja, und dann nochmal 3 Monate weiter genau die gleichen, sodass du alle Tests für dich selber machen kannst in den nächsten 6 Monaten, einmal und sogar ein zweites Mal. Von mir aus lassen wir den halt noch den zweiten Test noch einen Monat liegen, dann hat man zwischen jedem Test 4 Monate Zeit. Und das sind 6 Tests, die man sonst aus seinem eigenen Starterkit nehmen müsste, wo nur 10 drin sind, sage ich mal, zwar 10 Balance-Tests, aber da ist ja die ganze Testpackung weg. Das kennt ihr ja sicher alle, wenn ihr noch Frau und Kind oder wann auch immer jemand testet, dann ist euer Ultimate Pack, die Tests sind ja schon bald verbraucht. Da muss man wieder neue nachbestellen und so weiter. Und hier kriegt man das komplett dazu. So, das heißt, jeder kann sich komplett selber in allen 3 Bereichen durchtesten, ohne dass es einen Cent kostet. Und die gibt es quasi diesen Monat gratis noch dazu.
jemand die Problematik mit dem Omega 3 und mit dem Vitamin D und mit dem Blutzucker-Thema schon mal erklärt habe, dann macht das doch so viel mehr Sinn, jetzt einzusteigen, diesen Monat noch als nächsten, ja, oder letzten. Also letzten wusste es ja nicht, oder die letzten eingestiegen sind, ich bin auch irgendwann eingestiegen, da gab es sowas nicht. Wobei wir sind eingestiegen und wussten es gar nicht, da haben wir noch eine Packung Viva, glaube ich, gratis gekriegt oder so irgendwas, ja, oder zwei. Keine Ahnung, die waren dann plötzlich drin, denke ich, das habe ich gar nicht bestellt. Aber ja, geil. Also es gibt jeden Monat Sonderaktionen, aber die diesen Monat läuft, ist für Partner zum Reinholen die beste ever. Ja, und drum, wenn wir ihn sowieso dann auch noch als Kunden registrieren bei sich, so wie wir es ja immer machen und so wie ich es jetzt diesen Monat fünf neue Partner mit Ultimate Kit und gleich mit der Kundenbestellung gemacht habe, die Kunden hätten jetzt diese Woche alle auch noch die doppelte Menge gekriegt. Also ich muss diese Woche nochmal zwei, drei Partner einschreiben, weil die sich, wenn die sich als Kunden einschreiben, diesen Monat kriegen sie dann auch noch da das Doppelte. Also wer, wenn ich jetzt diese Woche alle Leute, und das ist mein Tipp, das mache ich jetzt auch so, ich habe heute schon einen halben Tag nur aufgeschrieben, mit wem habe ich die letzten Wochen geredet, mit wem habe ich darüber gesprochen, wer ist vielleicht noch in der Pipeline oder noch am Überlegen oder sonst irgendwie was, jetzt holen wir die Leute rein. Auch die jetzt vielleicht noch nicht so viel Partner aufgebaut haben. Ihr habt sicher schon mit dem einen oder anderen über das Thema gesprochen. Ihr habt sicher auch schon den einen oder anderen ganz zufriedenen Kunden. Ja, aber holt den doch nicht nächsten Monat rein, sondern holt den jetzt rein in den nächsten 8, 9, 10, 7 Tagen am besten. 7 Tagen, weil dann kriegt er für das Partner-Kit die November-Gratifikation und für die Kundenbestellung bei sich eben jetzt auch nochmal diese Black-Friday-Aktion. Und das ist so der Hammer, dass ich da einfach sagen muss, das muss ich jetzt mit jedem machen. Ne? Also für mich ist das diesen Monat so genial, dass ich alle Argumente im Rücken habe, mit den Leuten jetzt zu reden und sie jetzt zu motivieren, in der nächsten Woche, spätestens, ich sage jetzt mal, ohne dieses Black Friday-Programm für die Kunden, aber allerspätestens bis zum 30. sie reinzuholen. Und ich mache mit euch eine Wette, wir werden noch so viele Leute in den letzten 2, 3 Tagen reinschreiben, weil den meisten fällt es dann erst zum Schluss wieder ein und den meisten Partnern leider auch. Ja? Die kommen dann erst wieder ganz kurz vor Kaba in die Puschen und das müsst ihr ja nicht. Wir können das jetzt machen, in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche und dann den Monat zum super Monat machen, weil wenn man mal 2 Partner einschreibt, da gibt es 250 Euro gerade pro neuen Partner mit dem Ultimate Pack, wenn die über die 200 Credits kommen. Ja, ich habe jetzt schon 5 eingeschrieben. Das ist völlig verrückt. Ja, ich habe noch 2 in der Pipeline. Mein Ziel war 7 diesen Monat und das werde ich auch noch schaffen. Und so kann ich das wirklich nur jedem anraten, das da zu machen. Weil die Argumente, wenn man jetzt als Partner, wenn man das interessant findet, ja, grundsätzlich interessant und drüber überlegt, ja, dann muss man jetzt starten. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und das empfehle ich jetzt wirklich allen. Sprecht mit den Leuten und holt sie jetzt ins Boot und sagt sie ihnen genauso, sag, ey, jetzt, starte jetzt, weil das kriegst du nicht mehr so schnell. Keine Ahnung, wann das wieder gibt. Es vielleicht, keine Ahnung, ob es sowas in der Form wieder gibt. Und wir wissen ja auch, der Orion Selle möchte diesen Monat als den besten Monat ever abschließen. Also deswegen gibt es diese Sonderaktionen. Also nutzen wir das. Es ist ein Geschenk, das liegt, das können wir nehmen oder auch nicht. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt kümmere ich mich die nächste Woche wieder auf Vollgas nur um Kunden, weil diese Aktion da ist. Gut, kann man machen, aber ich finde besser, ich finde es eben noch überwiegender und wichtiger, diesen Monat für die Partner zu nutzen, die dann auch den Kunden Nutzen haben, wenn sie selber als Kunde sich dann auch gleich registrieren. So viel dazu, so bin ich gerade unterwegs und bin voll im Fokus und begeistert und wie gesagt, nach dem Event am Wochenende jetzt noch mehr motiviert, das war wirklich klasse. Das hat mir auch noch mal ein paar Dinge geöffnet. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, Rainer. Ich kam jetzt leider ein bisschen später rein. Aber der Dr. Sven Göbel hat gesagt, und das habe ich zum Beispiel mitgenommen. Man nimmt ja aus jedem Event immer 1, 2 Sachen mit. Aber er hat zum Beispiel hier klar gemacht, man kann in etwas hineinzoomen, ja, also in dieses Zinsino-Business und dann sich eben konzentrieren, zum Beispiel darauf, einen Kunden und noch einen Kunden zu gewinnen. Das ist auch super und total gut. Und 25 Kundenpunkte sollte sowieso jeder haben. Und 50, dann kriegt man noch ein zweites Starter-Kit gratis und kriegt 25%
Provision, das mache ich auch alles und das werde ich diesen Monat, die 50 werde ich auch noch schaffen, da fehlen nur noch ein paar. Aber viel wichtiger, oder ich sage mal nicht viel wichtiger, genauso wichtig ist es auch rauszuzoomen auf das Geschäft und das mal, das heißt, das alle auch mal ein bisschen im Größeren zu betrachten. Und wenn wir das, was der Rainer, ich habe es jetzt nur am Ende mitgekriegt, auch nochmal gesagt hat, wenn wir sehen, wo die Reise hingeht, wenn wir wissen, dass dieses Labor über 100 Marker bestimmen kann, da sind Sachen dabei, die haben das nur angedeutet, aber da sind Sachen dabei, da kann man Dinge, werden wir Dinge bestimmen können mit solchen und ähnlichen weiteren Tests, da nur der Anfang, ja, wo wir Leuten frühzeitig Dinge aufzeigen können, die sie vielleicht, die sie Jahre bevor es bei ihnen ausbricht, dann schon erfahren. Solche Sachen, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Und wenn man noch ein bisschen weiter denkt, dann wird Zinzino Marktführer im Personalized Test-Based Nutrition-Thema. Das heißt, noch viel personalisierter. Ja, jetzt haben wir alle, wenn wir haben einen Wert von 15 zu 1 oder 20 zu 1, okay, ich habe ein Omega-6 zu viel Problem und ein Omega-3 zu wenig Problem, okay, das löse ich jetzt so. Aber ein anderer hat 20 oder 30 zu 1, der hat vielleicht noch ein paar andere Faktoren, die viel wichtiger und genauso wichtig sind, der kriegt dann noch eine speziellere Diagnose. Dem heißt nicht nur Öl, sondern mach mal noch das. Und der nächste ist anders gelagert, der kriegt dann individualisierter noch die und die Empfehlung. Also dahin wird es gehen, versteht ihr? Und wir sind jetzt am Anfang, wir haben jetzt drei Tests, die Leute, die 2 Jahre dabei sind, die, also vor unserer Zeit, die haben da nur, die haben mit ganz anderen Bedingungen gearbeitet. Für die ist das jetzt schon paradiesisch und wir steigen jetzt ein und wir werden die nächste und die übernächste Stufe mitnehmen. Also was da kommt, ist irre. Und in dem Wissen, das muss man den Leuten auch vermitteln. Wir müssen den Leuten rüberbringen, hey, da steigst du jetzt in einen Zug ein, der wird nachher mal so groß, der wird so gigantisch, da werden wir so ein großes Unternehmen, da werden wir nicht nur 1 Milliarde Umsatz machen, sondern 2, 3, 4, 5, da werden wir nicht 100.000 Kunden dazu aufbauen in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern wir werden 1, 2, 3, 4 Millionen Kunden nur bei uns, in unserem Land, in unseren 3 Ländern da aufbauen. Und da geht es jetzt einfach darum zu sagen, okay, wie viel davon will ich jetzt von mir, von denen in unserem Netzwerk haben, die wir jetzt aufbauen. Das heißt, wenn wir mit Leuten reden, die im geschäftlichen Thema für uns interessant sind, dann müssen wir ihnen auch ein bisschen das größere Bild zeigen und wir müssen uns vielleicht auch im Fokus mal darauf orientieren, welche Leute können mir denn helfen, noch größer, welche Leute können mir helfen, dieses Thema noch besser abzudecken? Ja? Wo kenne ich denn noch jemand, der groß denkt vielleicht und der den Markt mit uns aufbaut und nicht nur noch einen Kunden. Das ist gut und wichtig, aber das andere bringt uns wirklich viel, viel, viel mehr vorwärts und darum darf man das nicht vergessen. Und das hat mir das Auge geöffnet ohne Ende, also dass ich heute gleich mal ein Gespräch hatte mit einem Internet-Marketer. Ja, ein richtig großer Brocken, wo ich mich nicht hingetraut habe. Aber nach dem Wochenende habe ich gesagt, doch klar, den rufe ich jetzt mal an. Hatte 2 Stunden mit dem Gespräch, der war total begeistert. Er sagt, wow, das ist eine geile Story, ein geiles Konzept. Das kann man ja super vermarkten. Das ist ja klasse, das ist ja ein Riesenthema. Und die Lösung ist da und alles. Also jetzt mal schauen. Ja? Also nur so ein Impuls hat schon meine Denke wieder geändert und schon habe ich wieder andere Leute auf dem Schirm gehabt. Und so, das meine ich, das solltet ihr auch tun und in dem Bereich einfach auch den Horizont aufmachen und mal überlegen, wenn es da so alles gibt. So viel dazu. Jetzt habe ich wieder viel zu viel gequatscht. Ich komme da in den Fluss, aber ich bin eben auch begeistert, gut, wie ihr hoffentlich alle merkt. Gell? Schönen gut. Abend, danke. Super, vielen, vielen Dank. Ja, genau so ist es, auch mal rauszoomen und das größere Bild zu sehen. Und das größere Bild kann man natürlich langfristig nur mit Partnern aufbauen und sind wir ganz ehrlich, wir haben ja hier was an der Hand und was auch noch kommen wird. Ich meine, jeder Mensch, der ein bisschen Geschäftssinn hat, erkennt sofort das Potenzial, was wir haben. Jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung von Business hat, erkennt sofort dieses riesige Potenzial. Und da kann ich mit jedem Unternehmer sprechen, mit jedem Unternehmer.
Weil kein Unternehmer da draußen hat ein Potenzial von 5, 6, 7, 98%. Keiner. Und genau darum geht's. Und wir haben dieses Potenzial. Und natürlich ist es wunderbar, 200, 300 Kundenpunkte zu haben. Perfekt. Stell dir vor, du hast 10 solche Leute in deinem Team. Ja? Wie jetzt der Philipp oder der Erich. Ja? Dann hast du halt mal schnell hier mal 2.000, 3.000 Kundenpunkte, sage ich mal, Director-Potenzial dann schon hat. Ja? Wunderbar, aber jetzt heißt es auch, natürlich weiterhin Kunde machen, das eine tun, das andere nicht lassen. Aber wir müssen auch, wenn wir wachsen wollen, wenn wir unser Einkommen multiplizieren wollen, dann ist es wichtig, auch neue Geschäftspartner in Land zu ziehen. Darum geht es letztendlich. Und da hat der Sven auch einen ganz, ganz klugen Satz gesagt, was wir eigentlich wissen oder was ich eigentlich weiß. Aber ich habe es dann doch nochmal wieder am Samstag auch von ihm gehört. Und es ist einfach so, wenn wir über Produkte reden, dann ziehen wir Kunden an. Wenn wir über Geschäft reden, ziehen wir Geschäftsmenschen an. Ja? Wir dürfen nicht immer nur über die Produkte reden. Wir müssen den Menschen auch mal das Geschäftspotenzial aufzeigen, was da ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil dieses Geschäftspotenzial ist gewaltig. Orion hat heute Mittag im Director Call gesagt, es fehlen noch 2 Millionen Credits diesen Monat und wir haben jetzt den 21. 2 Millionen Credits fehlen, um den November 2022 zum besten Monat von Zinzino ever zu machen. Eine Million Credits kommen diesen Monat noch rein über Autoships. Das heißt, 1 Million Umsatz fällt und wir werden den besten Monat in Zinzino haben. Und ich bin überzeugt, wir werden das schaffen. Ja? Und er und die Hilde, sie haben das Ziel, diesen Monat 2-Star Global President zu werden, also 2-Star Global President, sind ja 1-Star Global President. Und das werden sie dann damit auch schaffen. Ja? Er arbeitet gerade mit jemandem, und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Muss man sich mal vorstellen, er arbeitet gerade mit einem in seiner Linie, wo ihm eben dieses Volumen fällt, um 2-Star zu werden, arbeitet er mit jemandem, der jetzt gerade Gold ist und den will er diesen Monat noch zum Executive machen. Also das heißt, er arbeitet genauso an der Basis wie wir. Und er sagt, wenn er es schafft, den zum Executive zu machen, dann ist es das Tröpfchen, das fast zum Überlaufen bringt, dass er 2-Star-Präsident wird. Also muss man sich mal vorstellen, da geht es dann auch manchmal nur um ein paar tausend Credits. 6.000 Credits zum, und jetzt arbeitet er intensiv mit dem und hilft dem, Platin zu werden. Ja? Also da geht es auch nicht immer nur um die großen Dinge, er arbeitet wirklich, und das hat mir wieder die Augen geöffnet, arbeitet wirklich jeden Tag an der Basis. Er hat gestern mit dem 3-Dreier-Kurs gemacht, mit Interessenten von ihm, ja. Also es ist für mich faszinierend. Ich habe nämlich noch keinen Firmengründer oder Firmeneigentümer gesehen, der das macht im Network. Noch nie. Ja? Noch keinen. Und das finde ich genial. Doch einen gibt es noch, das muss man ehrenhafter sagen, das ist der Rolf Sorg von Fitline, von PM International. Der macht das auch heute noch nach 25 Jahren. Ja? Aber der Euren arbeitet jeden Tag noch an der Basis und das ist faszinierend. Also wenn wir über Produkte reden, dann werden wir Kunden anziehen. Wenn wir aber auch mal beginnen, geschäftsunternehmerisch zu denken, Expansion, wir wollen ja expandieren. Ja, Kunden, wunderbar, kann man richtig gutes Geld verdienen. Aber wenn wir expandieren wollen, wenn wir unsere Arbeitskraft vervielfachen wollen, dann müssen wir über Expansion sprechen, über unternehmerisches Denken. Unser Unternehmen mit anderen Unternehmen zu vergrößern, weiterzugeben, diese Chance, diese wahnsinnige Geschäftschance weiterzugeben. Darum geht es letztendlich. Ich habe noch was zu der Kampagne. Da ist jetzt kein Health-Protokoll drin, aber das spielt ja auch keine Rolle. Ihr könnt ja da draußen Health-Protokoll zusammenstellen. Einfach das Balance-Oil-Kit, das Extend-Kit nehmen und das Cinebiotic-Kit. Dann ist es ein Health-Protokoll und er bekommt ja auch alles dann, die Erstbestellung, die Erstlieferung bekommt ja verdoppelt. Also darum, beziehungsweise wir sollten
zukünftig natürlich weiterhin den Fokus haben. Und ich habe heute auch, die Dame hat jetzt heute nur nicht bezahlen können, die hat irgendwas falsch gemacht bei SEPA. Ich habe heute auch pro Team gemacht. Also ich habe jetzt auch über 50 Kundenpunkte. Ja, und das geht einfach hier, sage ich immer mal, nebenbei. Ja, ich habe ja viele Partner aufgebaut und trotzdem. Und das ist eben das, wie der Frank sagt, wenn du jeden Tag mit Menschen sprichst, jeden Tag im Geschäft dabei bist und mit den Menschen sprichst, dann passiert es so. Aber wirklich, wir sollten uns zukünftig wirklich vornehmen, nicht nur über Produkte, wir haben sensationelle Produkte, keine Frage, wir sollten aber über Expansion sprechen. Wir expandieren. Ich suche Partner, die mit mir das Unternehmen, mein Rainer Heimann, sind sie ein Unternehmen mit mir aufbauen. Ja, also es kann jetzt ein Erich sein, ein Philipp sein, die sagen, hey, schau, das habe ich jetzt hier schwarz auf weiß anhand, ich habe so viele Kunden in der und der Zeit gemacht, jetzt will ich expandieren, ich suche Geschäftspartner. Wie sieht es aus mit dir? Schau mal, was ich in den letzten... Rainer, darf ich noch schnell einen Satz ergänzen? Gerade wenn man schon Partner, 20, 30, 50, 100 Partner Kunden gemacht hat, ist doch total super, weil dann kann ich es doch gerade dem anderen zeigen, dann kann ich doch dem das zeigen, dann sagt er, wow, du hast in welcher Zeit hast du so viele Kunden gemacht? Wow, dann denkt er, das ist normal, ja, und dann denkt er, das kann der auch, und dann kann er das auch, weil er kriegt es von den Besten ja gezeigt. Also jemand, der jetzt noch nicht viel Kunden oder Partner hat, der wird natürlich sagen, ja, und wie hast du, der hat doch, Ihr habt gerade die denn schon so viel gemacht haben, die haben doch die allerbesten Voraussetzungen. Ich habe nicht so viel, ich habe jetzt erst 50. So. Aber wenn jemand, der 200 hat oder 100 hat, der kann doch dem anderen, der steht doch noch besser da. Da könnt ihr doch mit breiter Brust auftreten und den Leuten sagen, du, guck mal, ich mache dieses Geschäft, ich habe im halben Jahr das und das aufgebaut, das ist total klasse. Wäre das nicht auch was für dich? Also wenn man das eine gut kann, dann geht man jetzt einfach ans andere und zeigt, dass man das andere ja kann und dass das ja lukrativ ist. Also das ist meine Empfehlung. Jeder von uns kann Kunden aufbauen. Jeder von uns kann genauso gleich gut Partner aufbauen. Es geht genau gleich gut. Das ist ja nur eine Sache, wie stelle ich das dar? Hier stelle ich die Vorzüge des Produkts und des Tests und der ganzen Ergebnisse dar, kann aber genauso gut die Vorzüge dieses Business darlegen. Und die sind so vielfältig, das ist kaum zu fassen. Ja, also für mich kaum zu fassen. Ja, und muss natürlich auch dazu sagen, wenn wir jetzt gerade von vielen Kunden sprechen, da ist natürlich der Erich und der Philipp immer ganz vorne mit dabei. Ja, und da kann man natürlich gerade ans Auftreten, ich meine, Erich, ich weiß ja von Erich, wir arbeiten ja seit vielen Jahren zusammen. Und der Erich hat ja in den letzten Jahren nebenberuflich über 300.000 Franken verdient. Nebenberuflich. Ja? Und der Philipp weit über 100.000, soweit ich so im Sinn habe. Ja? Ich meine, da kann man sagen, hey, pass auf, schau her, ich habe hier die letzten Jahre über eine Viertelmillion dazu verdient. Ja? Das ist ein Business, das ist ein Geschäft, ja. Und ich habe ein passives Einkommen und, und. Also da kann man natürlich schon, und jeder, der ja Kunden hat, hat ja schon ein Geld verdient, ja. Und das kann man den Leuten sagen, ja. Und ich habe so und so viele Kunden, ich habe 50 Kunden, ich habe 40 Kunden. Und jetzt expandieren wir. Wir expandieren. Manche Leute sind ja mit 200-300 Euro zusätzlich im Monat zufrieden, ja. Es gibt ja immer noch, Roland, die Jobs in Deutschland, die Minijobs, was sind das jetzt, 500 Euro oder was, 450 Euro oder sowas? 450, ja. Wie viel, 450? Nee, ja, ich habe 500 hochgegangen. 500, ja. 500, ja, aber wie viele Stunden müssen die dafür arbeiten? 50 Stunden, oder? Je nachdem, was man Stundenlohn zahlt. Ja, genau. Ja, was kriegen die so für einen Stundenlohn? 12 Euro ist ja, glaube ich. 13. Okay, also da muss ich 40, 45 Stunden arbeiten für das Geld. Ja, das ist über eine Woche Arbeitszeit. Und wenn ich eine Woche Vollzeit hier arbeite, verdiene ich garantiert langfristig viel mehr passiv. Passiv, ja, das ist doch das Geniale. Ja, ohne dass ich nur arbeite, verdiene ich dann dieses Geld. Und das kann man solchen Leuten mal sagen, ja. Es ist ein guter Stundenlohn, also ein kleiner Stundenlohn. In der Schweiz zahlst du für eine Putzfrau 35 Franken pro Stunde.
Genau, aber das ist ja wieder was anderes. Ja, hat sonst noch jemand Fragen, Wünsche, Anregungen? Was können wir besser machen? Wie können wir euch besser unterstützen? Ihr habt die Videos gesehen. Ich habe die ganzen Videos in den Chat gestellt jetzt. Wie registriere ich einen Partner? Wie registriere ich einen Kunde? Was ist das Ultimate-Paket? Warum hat das einen Vorteil? Was ist das Z4Free? Warum bin ich mein eigener Kunde? Ich zeige das jedem. Ich habe das vorher wieder zwei Leute geschickt, die mit denen ich in Kontakt bin, die sagen, ja, was muss ich jetzt eigentlich tun? Dann sage ich, du schau dir das an, ich schicke dir gerade den Link zu den Videos, fertig. Schick meinen Registrierungslink dazu und sag, wenn du dich registrierst, sag mir Bescheid, können wir zusammen auch über Zoom dann machen. Ja? Also nutzt diese Videos. Die Birgit und ich, wir werden die jetzt dann noch sortieren, dann eventuell diese Woche noch und dann strukturiert auch auf eine Internetseite bringen. Nutzt es. Wir machen das ja zum Nutzen. Ich werde auch, wenn ich hoffe, ich schaffe es noch diese Woche, das Video nochmal neu machen, warum unsere Arbeit so wichtig ist. Ja. Da werde ich auch am Anfang gleich mal so quasi mit der Tür ins Haus fallen und sage, hast du eigentlich gewusst, dass 97% der Menschen Gefahr laufen, langfristig ernsthaft krank zu werden? 97% der Menschen laufen Gefahr, ernsthaft krank zu werden. Das ist Fakt. Wir haben es in 1 Million Tests bewiesen. Also können wir das auch sagen, oder? Oder soll man nicht so hart sein? Schon, oder? Ja, die deutsche Vermögensberatung, der Oberste, hat mal gesagt, wenn wir sie nicht versichern können, müssen wir sie verunsichern. Dann versichern sie sich. Genau, also das ist so. Man muss die Leute ein bisschen auch mal die Augen öffnen. Es ist doch so. Man muss ihnen die Augen öffnen. Es ist tatsächlich Fakt. Und Fakt ist auch, ich habe es heute wieder gehört in einem anderen Video, die Wissenschaft weiß, die weiß und es ist nachgewiesen, dass in Deutschland mehr als 80% aller Todesfälle auf die stille Entzündungen zurückzuführen sind. Das ist Fakt, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Über 80% aller Todesfälle sterben aufgrund der stille Entzündungen, seinen Inflammations, die wir mit dem Omega Öl und mit unseren Produkten stoppen können. Ja? Und der Rest der Leute, die anderen 10, 15, vielleicht 20%, die sterben auch an Krankheiten, halt an anderen Krankheiten. Die meisten Krankheiten sind halt ernährungsbedingt. Dann gibt es noch ein paar Krankheiten, die sind psychisch. Ja? Das ist natürlich auch wichtig. Die Psyche, wir sind immer, ich sage immer, das sind drei Teile, der Körper, Geist und Seele. Wir müssen nicht nur unseren Körper nähren, wir müssen auch unseren Geist nähren und auch unsere Seele nähren, mit vielleicht mal mit einer Meditation runterzukommen, einfach mal alles abzuschalten, einfach nur zu sein. Ja, und geistig unsere positive Einstellung, das gehört auch zum Leben. Ja. Negative Einstellung macht krank, das ist auch nachgewiesen. Wir können alle Fliegen mit einer Klappe schlagen bei uns im Team. Ja? Wir nähren den Geist, wir nähren den Körper und wir nähren auch die Seele der Menschen, weil bei uns macht Spaß, da haben die Leute Lebensfreude. Am Samstag habe ich lauter lachende Gesichter gesehen. In München am Wochenende sehen wir sowieso nur lachende Gesichter, weil wir haben einen riesen Spaß zusammen. Ja? Und das macht Freude, das steckt an. Die Leute haben Spaß, haben Freude und das zieht an, das erzeugt Sog. Ja, da wollen die Leute dabei sein und wir können alles bieten. Morgen früh mache ich um 8 Uhr wieder den Wake-up-Call. Ja, da werde ich mir wieder ein schönes Thema einfallen lassen. Und so nähren wir die Leute. Also mal ganz ehrlich, ich meine, besser kann es doch nicht mehr sein, oder? Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Was willst du denn noch? Was willst du denn noch? Ja? Klar, hier aus dem Fenster und dann auf die Yacht steigen, okay, keine Frage, ja. Aber ansonsten haben wir doch wirklich hier den Leuten richtig was zu bieten. Ja? Und dann sage ich, jetzt sind wir hier 21 Personen von insgesamt jetzt, keine Ahnung, weit über 200 im Team. Ja, sind wir 21 Personen. Das ist mal wieder so ein schlechtes Pareto-Prinzip. Ja? 10, 90, 10, nicht 80, 20. Ja? Und das ist auch wichtig, eure Leute immer wieder anzuhalten, kommt doch auf die Meetings, da könnt ihr was lernen. Einmal in der Woche kann ich mir doch eine Stunde Zeit nehmen, auf das Meeting zu kommen, auf das Team-Meeting zu kommen, was zu lernen. Weil die nicht da sind, die fragen morgen wieder, du, wie ist denn das jetzt mit der Kampagne? Ja? Du, wie hat denn jetzt der Frank Boss so schnell den Diamond wieder geschafft? Wie hat der das eingedrückt? Wie schafft der Philipp und der Erich die vielen Kunden? Ja,
vielleicht kommst du mal auf das Team-Meeting, dort reden wir über solche Dinge. Also haltet eure Leute an, hier dabei zu sein. Ja? Stell dir vor, du hast einen Job und du gehst nicht hin. Wie lange hast du den Job noch? Ha? Claudia, wie lange hätte deine Friseurin, die zu dir kommt, den Job noch, wenn sie einen Job hat und kommt nicht hin? 10 Sekunden. Ja. Roland ist hier richtig zackig drauf. Aber ist doch tatsächlich so. Ja? Die Leute wollen immer Geld verdienen, sie wollen immer das und das und das haben, aber sie haben keine Zeit. Ja? Sie haben keine Zeit, was zu tun, und trotzdem haben wir alle 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag. Wenn ich 6 Stunden schlafe, das reicht. Dann habe ich immer nur 18 Stunden. Und wenn ich in 18 Stunden am Tag nicht 2 Stunden rauskriege, um mein Leben zu verändern, dann meine ich es nicht ernst mit meinem Leben. Ja, dann meine ich es einfach nicht ernst mit meinem Leben. Das kann mir keiner erzählen. Es sei denn, er hat 23 Kinder daheim. Dann verstehe ich es. Ja. Aber Rainer, ja? Du schläfst doch gar nicht. Du nimmst doch das Sinochin, habe ich gehört. Gell? Du, apropos ganz kurz, ja. Sinochin habe ich hier gesehen. Ja, ja, wunderbar. Ganz kurz eine Frage, Rainer. Du wolltest in Stockholm für uns ein Zimmerkontingent oder reservieren. Gibt es da schon was? Nein, also es ist so, die Zimmer rund um das Globe und auch im Quality Hotel Globe, die sind, also da kriegst du kein Zimmer bei keinem Anbieter. Ich vermute, ich muss den Owner fragen, ich vermute, dass Cinzino alles geblockt hat. Und dann kurz vor der Convention quasi das freigibt. Das ist gut. Das heißt, da hat sicher, das ist sicher so, ja, weil es kann nicht sein, dass es ausgebucht ist und bei keinem Anbieter mehr Quality und auch drumherum keine Zimmer mehr gibt. Die haben sicherlich einige Hotels geblockt, also die, wo sie angeboten haben. Was wir tun sollten ist, und das ist auch noch ein sehr, sehr gutes Thema, Stockholm, wir wissen ja das Datum, wann es ist, ich kann es euch sagen, das Datum ist, ich sage es euch, das ist der September, und zwar der 14. und 15., also 13., 14., 15., dieses Wochenende, Mitte Oktober ist es, ja. Oktober, genau. Oktober, also 13., 14., 15. Oktober. Ihr solltet euch das als einen Kurzurlaub, einen Städtetrip einbuchen. Bucht doch einfach von Donnerstag bis zum anderen Montag einen Flug nach Stockholm, einen Städtetrip. Ich werde sicherlich auch noch Montag oder Dienstag bleiben, ja, ganz sicher. Also ich bin sicherlich donnerstags dort bis ein anderer Dienstag. Werden wir auch nochmal den nächsten Teil der Stadt anschauen. Wir haben schon viel angeschaut. Aber bucht euch das als Städtereise dazu. Und dann machen wir da richtig Action und gehen da auf die Convention. Und sowas nutze ich immer als Städtereise. Der Frank Bosch und ich und ein paar Leute, wir machen immer, wenn wir in so einer Stadt sind, auch jetzt in Stockholm haben wir es gemacht, eine Segway-Tour. Da fahren wir mit Segway-Tour, geführt durch die Stadt mit Segways und lassen uns die Stadt zeigen. Wir waren in Rom, in Budapest, in Prag, in Split waren wir, was weiß ich, wo wir überall waren, und überall haben wir mit Segway-Touren gemacht und haben die Stadt uns angeschaut. Also richtig geil, macht auch richtig. In Rom waren wir, ja, schon zusammen. Es ist eine Städtereise, da verbinde ich Geschäft mit Privat, ganz einfach, ja. Und wenn ich das richtig anstelle, kann ich die ganze Reise auch noch geschäftlich angeben. Ich kann mir die Mehrwertsteuer zurückholen, ich kann mir die Kosten von der Steuer abziehen. Also das Finanzamt hilft euch auch noch mit zu bezahlen bei sowas. Und ich, Rainer, ab so und so viel eingeschriebene Partner bekommt man ja, glaube ich, auch das Event-Ticket umsonst, oder? Genau, wenn du 5 registrierte Partner hast, die 200 Credits und 4 Kundenpunkte haben, bekommst du das Ticket kostenlos. Das steht im Incentive Enrollment Programm. Danke, Rainer. Gerne. Genau, und da bekommen wir natürlich jetzt auch jetzt, in diesem Monat bekommen wir ja sogar nochmal die 50 obendrauf. Also man bekommt dann ein bisschen mehr Geld dafür auch noch. Ja, aber das kann man sich kostenlos holen, das Ticket. 5 Leute registrieren. Und wenn wir die so registrieren, wie ich in dem Video gesagt habe, mit dem Ultimate Kit, mit dem Hans und Heidi Basic Kit, und dann macht er seine eigenen Kundepunkte noch, dann hat er 200 Punkte
200 Credits mindestens und 4 Kundenpunkte ist qualifiziert. 5 Leute, bam, 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 haben mein Ticket kostenlos. Kostet ja auch 349 Euro, ist aber auch dann das Gala-Dinner, ist alles dabei. Freie Getränke, Gala-Dinner, wunderbares Essen. Genau. Ja, Michaela, du warst dabei. Philipp und Erich. Nein, ihr wart ja nicht dabei. Nee, halt. Es war woanders. Genau, also, ja, in diesem Sinne, habt ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Oder seid ihr wunschlos glücklich? Ich habe noch eine Frage wegen Ratenzahlung. Der Chris hat gestern in diesem Sunday Business Webinar mehrmals Ratenzahlung erwähnt. Weißt du da was Näheres? Also ich denke, da ist PayPal und Klarna mit gemeint, oder? Also ich persönlich weiß es nicht. Ich zahle nie was in Raten. Aber ich glaube, man kann Ratenzahlung bei... Der Frank lacht. Man kann Ratenzahlung, glaube ich, bei PayPal beantragen und bei Klarna. Aber da wird natürlich die Bonität geprüft. Bei Klarna geht es, bei PayPal geht es, glaube ich, noch besser, weil da wird es ja von der Kreditkarte zum Beispiel abgeholt. Aber Klarna ist natürlich, muss man eins wissen, Klarna geht ja in Vorleistung. Das heißt, Klarna bezahlt deine Produkte an Zinsino und bekommt dein erstes Geld quasi, wenn du wieder bezahlt hast. Ja. Beziehungsweise Klarna schießt das Geld vor und haben dafür einen bestimmten Prozentsatz. Und die prüfen natürlich die Bonität ganz genau. Wenn da nur irgendwas nicht stimmt, dann fällt man da durch. Und wenn man da dreimal im einem Jahr umgezogen ist, schon allein das reicht für die, dass die das nicht durchgehen lassen. Ja. Ja. Also da muss man schauen. Aber Ratenzahlung ist sicherlich möglich, muss man beantragen. Ich hatte noch keinen so Fall, der es jetzt gemacht hat, aber das geht, ja, das geht. Bei Klarna kann man das beantragen. Es ist nur, weil er es gestern, er hat es eben mehrfach erwähnt und deswegen dachte ich, sollte es mal geklärt werden. Ist ja für alle wichtig zu wissen, wenn es geht, wie es geht. Weil früher musste es auch direkt über Zinsino gegangen sein, hat irgendjemand mal gesagt. Aber ist ja auch wurscht. Okay, aber das, also ich habe jetzt auch nochmal geklärt, was sein wird. Aber doch, und Schweizer betrifft schon, es sind ein paar Schweizer hier. In der Schweiz wird SEPA nicht funktionieren, weil SEPA ist eine Euro-Überweisung. SEPA geht nicht mit Schweizer Franken. Das heißt, SEPA wird nur Euro und Zinsino will ja nicht, dass die Leute in der Schweiz mit Euro bezahlen, beziehungsweise ein Schweizer überweist ja keine Euro und bezahlt seine Produkte in Euro. Deshalb wird SEPA in der Schweiz nicht kommen, weil das ist kein Schweizer Zahlungsmittel, kein Schweizer. Ich habe halt jemand aus Frankreich registriert, da geht es auch nicht, obwohl es Euro wäre. Geht es auch nicht, ja. Weil sie kein Konto wahrscheinlich in Frankreich haben. Die Firma braucht immer ein Konto dann in diesem Land. Ja, das ist so. Ich habe mal mit dem Stefan Mühl gesprochen. Aber ja, wir werden sehen. Bei Klarna ist es noch so, wenn man jetzt ein Starter-Kit mit 1.000 Euro oder 1.100 Euro macht, dann macht Klarna das in der Regel nur mit Kunden, die sie schon kennen. Ja, jetzt eine Kundenbestellung, die kann durchgehen bei einem neuen Kunden, der vorher noch nicht bei Klarna war, weil die 200, 300 oder sagen wir mal 358 Euro, wenn er das Health-Protokoll mit Viva nimmt, 365, 66 Euro oder Franke, das kann sein, dass dann Klarna das beim ersten Mal macht, wenn nichts Negatives da über den kommt. Aber die 1.000 Euro ist eher seltener, wenn du allerdings schon bekannt bist bei denen, weil du schon mal was gekauft hast über Klarna, dann geht es auch mit 1.000 Euro, habe ich auch schon mal gehabt. Ne? Einmal ein Partner, der so gestartet ist. Ja. Ja, super, genau. Ja, also, muss man einfach ausprobieren, Michaela, mit der Ratenzahlung. Bei manchen wird es gehen, bei manchen wird es nicht gehen, schätze ich mal. Gut, sonst noch was? Alles geklärt? Roland, hast du Geldbeutel gefüllt für den Samstagabend, Freitagabend? Für dich immer. Ich gebe es aus, aber du musst essen und trinken, was ich dir hinstelle. Ja, genau. Alles klar. Also ihr Lieben, dann bis morgen früh um 8 Uhr, wer dabei sein möchte. Morgen früh um 8 Uhr.